Hallo Welt und alle, die sie bevölkern. Ich habe heute 6 Pokémon in meinem Team dabei. Schnäppke, Finontor, Mew, Ditto, Arceus und Sonnenkern. Könnt ihr erraten, welche Gemeinsamkeit diese 6 Pokémon haben? Schreibt mir gerne eure Antworten in die Kommentare. Zum Ende des Videos gibt es die Auflösung. Und hier nochmal das gesamte Team in der Übersicht sowie der Lightning-Code. Probiert es gerne selbst aus und ansonsten viel Spaß mit den Kämpfen. Los geht's. Okay, Vermiebs, Heatran, Flatterhaar, Eisenhand, Brüllschweif und Hutsasa. Das sieht nach einem sehr nervigen Team aus. Dieses Mal machen wir aber keine bewerteten Kämpfe, da ich Arceus und Mew dabei habe. Die sind in Rangkämpfen aktuell nicht erlaubt. Sind auch beide sehr starke Pokémon, vor allem Arceus. Ich hoffe, das kann ich heute ganz gut zeigen. Aber durch die beiden kann ich leider keine Rangkämpfe machen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Sonnenkern und Arceus die größte Differenz an der Basiswertsumme haben, die man womöglich in Pokémon allgemein haben kann. Also Sonnenkern hat mit die schlechtesten, wenn nicht sogar die schlechteste Basiswertsumme im Spiel und Arceus ist ganz weit oben da. Wenn man die ganzen Mega-Entwicklungen und so weiter nicht mitzählt, ist, glaube ich, Arceus auf Platz 1 sogar. Und den werden wir natürlich hier mitnehmen. Ich denke mal in Kombination mit Finontor. Und dann nehmen wir Mew und Ditto mit. Lassen wir Sonnenkern und Schnäppke erstmal links liegen. Wir werden die auf jeden Fall spielen. Der Spirit des Teams ist ja da. Aber ich weiß noch nicht wie. Also im Zweifel werden die einfach rechte Hand einsetzen und Arceus Turbo-Tempo boosten, weil das Ziel dieser Folge ist es, alles mit Turbo-Tempo zu sweepen. Arceus hat den stärksten Turbo-Tempo im Spiel. Wenn man überlegt, er bekommt Stab drauf, doppelten Stab, wenn man Terra kristallisiert, hat ein Wahlband und dann heißt es einfach nur ab dafür. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einige KOs bekommt, die andere Pokémon mit Turbo-Tempo wie Dragoran nicht bekommt. Wir müssen nur gucken, wie sich das mit Freundeshut und so weiter verhält. Und Heatran ist natürlich ein großes Problem. Das könnten wir direkt aus der Welt schaffen mit Frustdampfer. Ich denke mal, mein Gegner wird nicht damit rechnen, dass ich Frustdampfer auf Arceus habe. Wobei, bei Arceus muss man ja mit allem rechnen. Das ist wortwörtlich die Gottheit in Pokémon. Wir gehen mal hier auf den Frustdampfer und gehen auf Schutzschild. Gucken, ob er Spotlight einsetzt. Wenn er Spotlight einsetzt, auch in Ordnung für mich. Ich bekomme Schaden for free. Mäuseplage. Das wird nicht reichen. Es ist auch kein offensives. Es ist kein defensives Support von Meeps. Macht aber sehr viel Schaden. Also das ist auch. Vor 2 Folgen habe ich das, glaube ich, gefeatured. Ne? Schaut euch das an. Trifft 10 Mal und 80% meiner KP sind weg. Aber zumindest ist auch der gute Kollege weg. Und Arceus hat sein erstes Opfer genommen und das wird eins von vielen sein. Da bin ich mir sehr sicher. Gefühlswippe kommt durch. Bedeutet, ich bekomme immer ein Wert um 2 Stufen geboostet, dafür sinkt aber ein anderer Wert um 1 Stufe. Heißt also, je länger man Gefühlswippe aktiviert bekommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man alle Werte irgendwann auf plus 1, plus 2 hat, weil man immer plus 2 bekommt. Das ist schlecht. Hier wechseln wir auf jeden Fall in Mew aus. Er wird wahrscheinlich Mäuseplage einsetzen. Ich muss resetten. Ich bin in Frustdampfer gerade eingeloggt und Mäuseplage wird mich rausnehmen. Ich werde wahrscheinlich Ditto reinholen, damit ich Mew Bizarro-Raum spielen kann. Wobei. Doch, holen wir Mew rein. Gehen hier auf Terra-Typ Geist. Ich glaube, ich probiere einfach Eiseskält. Ich habe plus 2 Angriff bekommen. Ah, probieren wir Eissplitter. Wenn es ein offensives Vermiebs ist, dann könnte Eissplitter ein Two-Shot sein, weil ich jetzt plus 2 Angriff habe. Das finde ich so cool an Gefühlswippe. Also wenn ihr ein Gefühlswippe-Team sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir da was zusammen. Vielleicht wird es auch ein bisschen dauern, weil ich glaube, es gibt gerade nicht genügend Gefühlswippe-Pokémon. Schnäppke, Jalapeno und Finontor. Aber ich denke mal, da werden noch ein paar mit dem DLC dazukommen und dann würde ich gerne mal so ein Team machen. Schutzschild ist absolut in Ordnung für mich. Ich denke, mein Gegner hat Frustdampfer hier erwartet. Und Eissplitter kommt als nächstes durch. Boah, sehr wenig Schaden. Mäuseplage kann nicht durchkommen, weil ich Terra-Typ Geist angenommen habe. Perfekt. Ich dachte eher, da kommt ein Ableithieb. Ich bekomme wieder Angriff dazu. Dafür sinkt aber meine Verteidigung. Wir gehen hier mal auf Bizarro-Raum. Boah, wir könnten selbst tatsächlich Wandler spielen und mit Mäuseplage sweepen. Wobei, dann kommt Ableithieb und ich habe ein Problem. Gehen wir mal auf Bizarro-Raum. Wobei, wir gehen auf Schutzschild. Mit der einfachen Begründung, dass er jetzt Mäuseplage gegen Mew einsetzen wird. Nächste Runde gehen wir auf Bizarro-Raum im Zweifel, wenn wir es brauchen. Ich meine, ich werde sowieso Turbo-Tempo einsetzen. Mein Gegner Terra kristallisiert sich. Ich denke, das wird Eisenhand sein. Jo, was ist das? Feuer?
Feuer, okay. Alles in Ordnung für mich. Ich werde gleich Turbo-Tempo spammen, so viel steht fest. Frage ist nur, wie kriege ich am besten... Oh, guter Schutzschild. Damit ist mein Schutzschild mehr oder weniger useless, weil ich denke mal, er wird so oder so Finonto angreifen, wenn der Terra-Typ Feuer schon annimmt. Bin jetzt gespannt. Wenn ich jetzt nochmal Angriff geboostet bekomme, könnte ich mit Eissplit der Mäuse Vermiebs rausnehmen. Okay, er geht selbst auf Schwertanz. Weiß nicht, ob das gut oder ob das schlecht für mich ist. Wir kriegen Verteidigung dazu, das ist nicht schlecht, und verlieren Spezialangriff. Auch in Ordnung für mich. Wir können was machen? Wollen wir mit Ditto Doppelgänger einsetzen? Also Bizarraum will ich auf jeden Fall nicht mehr spielen. Ich glaube, ich wechsle... Ich wechsle auf Ditto ein. Das ist meine beste Chance, die ich bekomme. Dann werde ich Eisenhand kopieren. Und das ist sehr, sehr gut für mich. Muss mal nächste Runde gucken, wie jetzt die Statuswerte von Finonto aussehen. Ich habe da überhaupt keinen Überblick mehr. Ich glaube, ich habe plus 4 Angriff. Plus 1 Verteidigung, glaube ich. Müssen wir mal gleich gucken. So, Maushold geht wieder auf Schutzschild, hat Angst vor Eissplitter, aber plus 4 Eissplitter wird schon... Das wird schon wehtun. Sehr gut. Stromstoß könnten wir über... Ah, der hat plus... Wow, wir überleben das trotzdem. Okay, perfekt. Sehr, sehr gut für uns. Überreste heilen uns ein bisschen hoch. Wir könnten potenziell hier auf ein Schutzschild gehen, weil Vermiebs auch auf ein Schutzschild gehen wird. Spezialverteidigung steigt dieses Mal und Spezialangriff fällt weiter. Okay. Dann gehen wir hier auf einen Ableithieb. Geben ihn einfach eine mit. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Finonto hat plus 4 Angriff, plus 1 Verteidigung, plus 2 Spezialverteidigung und minus 3 Spezialangriff. Eigentlich eine gute Aufteilung. Ich habe zwar Gefriertrockner dabei. Wenn alles den Bach untergeht, setze ich einfach Eiseskälte ein. Aber ich denke mal, dazu wird es erstmal nicht kommen. So, da wird auf jeden Fall ein Schutzschild von Maushold kommen. Ich denke mal, Maushold wartet auf Arceus. Aber Arceus hat Turbo-Tempo. Ich denke, damit rechnet mein Gegner nicht. Selbst wenn ich ein Pokémon hier verliere, kann ich mit Turbo-Tempo Maushold immer rausnehmen. Und Ableithieb. Wandler funktioniert so, dass es auch die Statuswert-Boni kopiert. Das weiß mein Gegner anscheinend auch nicht. Bedeutet, ich habe hier gerade seine plus 2 auch kopiert. Und ja, die hauen jetzt natürlich ein bisschen kräftiger rein. Heißt also, ich kann jetzt Eissplitter und Ableithieb einsetzen. Ich bin schneller mit beiden meiner Pokémon. Initiative steigt. Dafür sinkt die Spezialverteidigung. Absolut in Ordnung für mich. Wir gehen hier auf Ableithieb. Wir gehen hier auf Eissplitter. Und zwei seiner Pokémon werden jetzt fallen. Damit hat er nur noch ein einziges. Leider nicht die Arceus-Show, die ich gerne hätte. Aber dafür die Finonto-Show mit Gefühlswippe. Finonto hat so viel Pressure gerade auf meinen Gegner. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Mein Gegner ist absolut... Kann nichts dagegen tun. Also er guckt gerade zu, wie meine Statuswerte einfach weiter und weiter geboostet werden. Auch wenn nicht alle sinnvoll geboostet wurden, weil Spezialverteidigung zu erhöhen ist natürlich jetzt nicht das Beste. In diesem Moment hier gerade gewesen. Aber sehr, sehr schöner Display, was Gefühlswippe ausmachen kann für einen Unterschied. Und technisch gesehen hätte ich hier weiter mit Schutzschild mich hochheilen können. Also irgendwann... wenn die Statuswerte stimmen, kann Überreste ein sehr, sehr wichtiges Item werden. Und Spezialverteidigung sinkt weiter, das ist blödsinnig für mich. Flatterer ist das letzte. Absolut in Ordnung für mich. Wir müssen Ableithieb hier einsetzen, weil wir mit Walschall eingeloggt sind. Wir haben Dunkelklaue. Das heißt, was wir machen müssen, weil wir aber langsamer als Flatterer sind, ist mit Mew Bizarraum zu spielen. Das heißt, wir müssen Ditto draufgehen lassen. Alternativ können wir auch Ditto rauswechseln und dann Flatterer kopieren und mit Walschall schneller als Flatterer sein. Ich denke mal, das ist ordentlicher, wenn ich das so spiele. Und hier gehen wir auf ein Schutzschild. Kampf wurde aufgegeben, perfekt. Hätte ich mit Ditto Flatterer kopiert, hätte den Spukball ausgereicht. Er kann sich nicht mehr Terra kristallisieren. Mit Walschall bin ich immer schneller und dann ab dafür. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass diese Folge voll mit Arceus sein wird, der einfach die ganze Zeit Turbo-Tempo einsetzt. Aber hier hat er wortwörtlich einfach nur einmal Fruchtstampfer eingesetzt. Und dann haben Ditto und vor allem Finonto die Überhand genommen und mein Gegner komplett outplayed. Das war eine schöne erste Runde. Wir sehen uns gleich in der zweiten. So, weiter geht's gegen Monetigo, Hutsasa, Dragoran, Vulauzu, Baujian und Boreos. Also ein mehr oder weniger standardmäßiges Meta-Team. Sehr starke Pokémon. Dragoran, Baujian ist so die Kombination,
die sehr, sehr häufig und gerne gespielt wird und tatsächlich auch etwas ist, was ich dann mit Arceus ausprobieren würde, wenn es dann irgendwann in Rangkämpfen erlaubt werden würde. Es war bisher noch nie erlaubt, aber dadurch, dass es jetzt in Legenden Arceus regulär fangbar ist, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es dann auch irgendwann erlaubt ist und dann wäre Baujan der perfekte Partner. Also Arceus würde dann Dragoran mehr oder weniger ablösen. Das einzige Pokémon, das so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, ist das Monetigo. Ich glaube aber, das kriegen wir unter Kontrolle. Ich nehme mal Mew mit Sonnenkern und Arceus und Ditto. Ja. Kein Eis-Pokémon hier mitzunehmen, fühlt sich ein bisschen bad an, weil da drei Eisschwächen sind. Aber ich weiß nicht, wie ich die ganzen Runden überbrücken soll mit Finontor. Ich könnte hier wieder Terra-Typ Geist, oder ich hätte hier wieder Terra-Typ Geist annehmen können, aber ich glaube, ich brauche den Terra-Typ normal auf Arceus dieses Mal. Okay. Interessant. Das ist nicht, wie ich gerechnet habe, wie es ablaufen wird. Da wird wahrscheinlich Polar-Arkan kommen. Wir werden Bizarro-Raum einsetzen. Und Notsituation. Ich denke mal, da kam Polar-Arkan in Kombination mit einem Trefferschwall auf Mew. Mew sollte beides überleben, hoffentlich. Das wäre so der Wunschgedanke. Und danach Notsituation. Nächste Runde bin ich schneller und kann mit Mew eins der Pokémon rausnehmen. Machen wir es so. Sonnenkern, leiste Arbeit. Das wäre jetzt sehr, sehr positiv. Sonnenkern hat Sorgensamen sogar dabei. Was ich tatsächlich mitgenommen habe, weil ich mir Sorgen mache, dass Sonnenkern nichts macht. Das ist wortwörtlich der Grund Nummer 1, wieso ich Sorgensamen dabei habe. Aber auch ganz gar nicht so schlecht gegen Hutsasa. Ich kann meine eigene Fähigkeit überschreiben und entsprechend dann von dort aus gucken. Okay, es kommt Regentanz, das ist schlecht. Das heißt, er wird nicht Polar-Arkan einsetzen und Trefferschwall mit Mew rausnehmen. Aber das ist in Ordnung. Wobei, es nimmt nicht ganz Mew raus. Das müsste Mew überleben wegen der Zitrobeere. Ich dachte, das wäre auch viel mehr Schaden. Krass. Sehr gut. Entsprechend darf ich jetzt gleich Notsituation spielen. Aber danach wird Mew draufgehen. Okay, gucken wir uns mal an, wie das gleich laufen wird. Notsituation kommt durch. Damit ist er auf 93 KP runter. Bizarro-Raum kommt durch. Und von hier aus können wir dann weiterschauen. Mein Gegner wird jetzt wahrscheinlich Polar-Arkan spielen, das sicher treffen wird. Und wahrscheinlich Trefferschwall gegen Sonnenkern, damit es nicht irgendwie mit Fokusgurt noch ein Pokémon mehr oder weniger umbringt. Aber wobei, er kann das ja nicht machen. Ich bin ja jetzt schneller, ne? Ich könnte mit Wandler vielleicht noch arbeiten. Ich könnte aber auch Ditto annehmen. Ne, lassen wir mal Mew draufgehen. Lassen wir mal Mew draufgehen. Wir gehen auf Pollenknödel, machen ein bisschen Schaden. Und auf Notsituation gegen den guten Kollegen. Wasserdüse ist in Ordnung. Ist sogar sehr in Ordnung für mich. Weil es muss gleich. Oh, das ist sehr gut für mich. Wait. Notsituation wird den jetzt auf 93 KP bringen. Polar-Arkan wird mich auf 1 KP bringen. Ich kann gleich nochmal. Nee, ich muss nicht mal. Oh, wait. Sonnenkern wird jetzt richtig Arbeit leisten. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Wir holen jetzt Arceus rein. Jetzt wird Arceus zeigen, wie stark er ist. Er wird nämlich Turbo-Tempo einsetzen. Turbo-Tempo hat eine höhere Priorität als Wassertempo. Heißt also, wir können den hier rausnehmen. Wir gehen hier auf Schutzschild. Warte, ich werde. Werde ich schon Terra kristallisieren? Was habe ich als Alternative? Ditto werde ich nicht Terra kristallisieren. Turbo-Tempo und Schutzschild. Polar kann diese Runde abwehren. Nächste Runde können wir ein anderes Pokémon auf 1 KP runterboxen. Und von dort aus hat dann Sonnenkern super Arbeit geleistet. Zwei Pokémon auf die Hälfte der KP geboxt und ein Pokémon auf 1 KP. Also, was will man mehr von einem Pokémon erwarten, das die geringste Basiswertsumme im gesamten Spiel hat? Also, ich bin zufrieden. Dadurch, dass ich jetzt mit Turbo-Tempo als erstes angehe, das hätte nicht geklappt, wäre Turbo-Tempo nicht eine höhere Priorität als Wasserdüse. Weil ansonsten hätte Schutzschild nichts gebracht, weil Wulaosu ist. Kleine Sonnenkern setzt Schutzschild ein. Wie gesagt, gerade ist die größte Differenz in Pokémon gerade draußen, was die Basiswertsumme angeht, Arceus und Sonnenkern. Das reicht aus. Ich bin jetzt in Turbo-Tempo eingeloggt, aber das ist absolut in Ordnung für mich. Und dadurch, dass ich jetzt alle Pokémon so niedrig gemacht habe mit Sonnenkern, kann Turbo-Tempo ganz sicher die KOs mitnehmen. Und Polar-Arkan kann
Sonnenkernig treffen wird ganz sicher nicht gegen Arceus reichen. Und wenn die Initiative gesenkt wird, ist es gut für mich wegen dem Bizarro-Raum. Also es ist absolut in Ordnung für mich. Genau, jetzt gehen wir gleich auf Notsituation gegen den rechten Spot. Wenn es Monetigo ist, könnten wir in Probleme kommen. Das ist das Einzige, was wir nicht aufhalten können. Aber dann haben wir unser Ditto, das dann Monetigo kopieren kann. Also zumindest haben wir dann da... Und ich kann immer noch den linken Slot angreifen mit Turbo-Tempo. Okay, jetzt kommt Monetigo. Das ist in Ordnung für mich. Wir gehen hier auf Ditto. Oh, wäre das nicht Monetigo gewesen, hätte ich jetzt genau das machen können, was ich gesagt habe. Wir könnten Frischdampfer einsetzen, aber das wird nicht reichen. Also wenn wir auswechseln und so weiter und so fort. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist Turbo-Tempo und Ditto auf Sonnenkerns Platz reinholen. Ich muss Boreos diese Runde rausnehmen. Ich denke, das ist vernünftig. Wenn er Schutzschild hat, wäre ein bisschen ärgerlich, aber machbar. Weil ich glaube, ich werde einen Goldrausch überleben. Selbst ein Ballbrille Goldrausch. Und dadurch, dass ich jetzt Monetigo kopiere, kann ich nächste Runde mit Spukball schon mal Schaden machen. Da kommt jetzt hundertprozentig ein Goldrausch. Das sollte ja Monetigo selbst gut überleben. Und ich bin leider im Bizarro-Raum langsamer gleich. Oh, er geht auf Ränkeschmied. Das heißt, hätte ich jetzt Ditto reingeholt, wäre besser gewesen. Der kopiert logischerweise dann auch das Ganze. Among Us kommt rein. Okay. Da hätte ich gerne... Okay, jetzt wird wahrscheinlich auch eine Attacke ausreichen. Gehen wir auf Turbo-Tempo. Und wir gehen auf... Ja, Spukball. Monetigo geht auf Schutzschild. Das ist interessant. Er respektiert einfach nicht Arceus. Also Arceus wird jetzt wahrscheinlich guten Schaden machen können. Nehme ich mit. Wenn er jetzt eingeschläfert wird, ist es in Ordnung. Oh, das ist so ärgerlich, dass er Monetigo hat. Sonnenkern hätte hier so durchgesweept. Also was heißt durchgesweept? Es hätte alle Pokémon auf ein KP gebracht, während mein Gegner einfach nur zuguckt. Aber Spukball ist schon mal nicht schlecht. Damit ist Among Us raus und damit sollten wir immer noch gewonnen haben. Hier wäre tatsächlich Sonnenkerns Time to Shine gewesen, aber das Monetigo hat es verhindert. Damit ist die verdrehte Dimension normal. Wir können jetzt mit Spukball arbeiten. Wir werden Arceus draufgehen lassen. Und wir werden Sonnenkern rausholen. Sonnenkern wird noch zum kleinen Helden hier. Weil Ditto kopiert auch die plus 2 Spezialangriff, die er sich da gerade geboostet hat. Und dann kann ich mit Walschall schneller sein und Spukball auf ihn einsetzen. Er kann sich nicht mehr Terra kristallisieren. Und wir gewinnen immer noch den Kampf. Also alles in Ordnung. Arceus hat leider wieder nicht das gemacht, was ich wollte. Einfach mit Turbo-Tempo durchsweepen. Das ist sehr ärgerlich. Also ich habe wirklich damit gerechnet, wir gehen heute rein. Turbo-Tempo-Sweep, rechte Hand und ab dafür. Aber... Meine Gegner haben irgendwie immer die passenden Pokémon oder die passende Strategie dafür dabei. Interessant auf jeden Fall. Was auch Sinn ergibt, weil ich meine, die meisten guten Teams werden auch eine Antwort gegen Baugian Dragoran haben und dadurch, dass Arceus ja auch Turbo-Tempo spammt, sehr ähnlich zu Dragoran, wie gesagt, ist das nicht verwunderlich. So, wir gehen jetzt auf Spukball. Wir sind schneller. Bizarro-Raum hat ja aufgehört zu wirken. Der Schutzschild hat meinen Gegner... in die Bredouille gebracht und dann mehr oder weniger den Kampf verloren. Weil mit plus 2 Spezialangriff und Spukball wird das so krass wehtun, dass mein Gegner keine Chance mehr hat. Aber Legenden Arceus mit dem Terra-Typ normal sieht schon geil aus. Muss man einfach mal so sagen. Das sieht schon sehr, sehr passend für Arceus aus. Die Farben passen. Die Krone passt logischerweise. Jetzt gucken wir uns mal das an. Und das reicht clean aus. Perfekt. Ditto hat da ordentlich Arbeit geleistet. Also Ditto ist das perfekte Joker-Pokémon. Besser geht nicht. Und das hat es hier gerade gezeigt. Mein Gegner hätte hier gerade angreifen müssen mit Goldrausch. Aber selbst wenn er Goldrausch eingesetzt hätte, mein Arceus hätte das überleben müssen, weil das kein Wahlbrille-Monetigo ist. Dann vor allem dann. Und ja, mein eigenes Monetigo bzw. Ditto hätte das auch überleben müssen. Und dann wäre bei minus 1 Spezialangriff und von dort aus wäre es dann schwer gewesen, weil er nicht mehr hätte auswechseln können. Also eine interessante weitere zweite Runde, ohne dass Arceus jetzt krass die Übermacht gewonnen hat. Er hat mehr oder weniger nur 2 Pokémon rausgenommen.
Vielleicht kriegen wir das ja in der dritten Runde hin, dass Arceus auch mal richtig zeigt, was er drauf hat. Donnersichel trifft Zeppli, Mewtwo, Kramor, Vermeeps und das gute alte Epitaph. Das ist unser letzter Kampf für heute. Interessante Pokémon. Rückenwind ist auf jeden Fall hier eine Option. Drei Pokémon können es erlernen. Da müssen wir aufpassen. Heißt also, Bizarraum könnte eine Option sein, aber wenn ich mit Arceus so oder so die ganze Zeit Turbo-Tempo spammen will, ist das egal. Wir müssen da nur aufpassen. Eigentlich, es ist überhaupt nicht eine Arceus-Folge heute gewesen. Was irgendwie witzig ist, weil es das stärkste Pokémon ist. Aber zwei Geist-Pokémon, ein Stahl-Pokémon, da werde ich nicht durchkommen mit Arceus. Da müsste ich mir was anderes überlegen. Wir müssen Schnäppke noch spielen. Ich glaube, hier starte ich wieder so wie gerade. Nehme Schnäppke mit. Ah, mit Arceus. Ich meine, es ist Arceus. Also, das nicht mitzunehmen, wäre schon ein bisschen troll. Gucken, ob ich es irgendwie richtig einbinden kann. Epitaph ist, glaube ich, das größere Problem. Drift Zeppli kriegen wir aufgehalten locker, aber ich weiß nicht, wie ich Epitaph aufhalten soll. Das ist eine schöne Trainerkarte da. Aber ansonsten war die Folge phänomenal. Also, alle Pokémon konnten sich so ein bisschen zeigen bisher. Finnontor war richtig gut. Arceus hat sich immer so stichprobenartig gezeigt. Sonnkern hat gerade einen phänomenalen Job gemacht. Also wie gesagt, das ist das schlechteste Pokémon im Spiel, was die Statuswerte angeht. Und trotzdem hat es so viel Pressure aufgebaut. Wie es ausschaut, kämpfen wir gegen jemanden Deutschen. Vielleicht wird er oder sie dazugucken. Also viele Grüße, falls er oder sie das hier sieht. Wir gehen hier auf Notsituation gegen Donnersichel. Ich will nicht eine Unlichtattacke auf Mew abbekommen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Das Schöne ist, mein Gegner weiß nicht, ob ich eine Psycho-Attacke auf Mew habe. Das heißt, er könnte sich Terra kristallisieren und dann könnte Notsituation reinknallen. Also gehen wir hier auf Notsituation, Safe Call und gehen auf Bizarro-Raum. Im Zweifel müssen wir selbst Epitaph annehmen. Nächste Runde. Ja. Drachenklaue werden wir überleben mit einem wundervollen KP. Und damit wird das Donnersichel auch auf einen KP sein. Außer er geht doppelt auf Sonnenkern. Aber das kann nicht sein. Also wer doppelt auf einen Sonnenkern geht, der weiß, dass Sonnenkern Notsituation hat. Und wie viele Leute wissen, was Sonnenkern für ein Item hat. Ist ein Lehmorb-Epitaph. Habe ich noch nie so gesehen, glaube ich. Und Bizarro-Raum darf durchkommen. Ich denke mal, die Reihenfolge ist so, dass als erstes Sonnenkern jetzt angreift. Kann aber nicht angreifen wegen Epitaph und, also ich kann Notsituation nochmal einsetzen, das wird mir aber nichts bringen. Heißt also, ich hole hier wahrscheinlich Arceus rein. Warte, wer wird denn, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich werde Arceus reinholen und mit Turbo-Tempo versuchen zu sweepen. Während ich wahrscheinlich, ich hätte gerne Wandler eingesetzt, aber ich glaube, Mew ist dann schneller als Epitaph. Wobei ist es nicht. Aber ich glaube, Pollenknödel macht mehr Sinn. Nehmen wir Donnersichel raus und gucken dann von dort weiter, wie Arceus dann arbeiten kann. Im Zweifel Turbo-Tempo draufsetzen, das wird ein Pokémon rausnehmen. Er kann jetzt nicht auch random ein Geist-Pokémon reinholen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Erst. Ich glaube, ich habe Mattes gerade gelesen. Genau, das wird Donnersichel rausnehmen. Schutzschild kommt mir nur zugute. Ich will es nicht schlecht heißen. Heute haben die Leute aber auch alle was mit Schutzschild. Ich weiß auch gar nicht, was der Schutzschild gemacht hat. Ah, er hatte Angst vor Notsituationen von Sonnenkern, ne? Okay, davor habe ich jetzt Angst. Das ist schlecht. Das ist das Problem. Jetzt kann ich Notsituationen nicht einsetzen. Ich muss auf Dunkelklaue zurückgreifen, was jetzt nicht super schlecht ist, aber optimal ist was anderes, sagen wir es mal so. Und dann gehen wir doch auf Wandler. Wir könnten Schnäppke hier reinholen. Da wird wahrscheinlich ein Ableithieb kommen. Ich will die Zornesfaust nicht boosten, damit ihr das versteht, also wieso ich hier die ganze Zeit überlege, was ich mache, aber oh, das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie ich das sonst aufhalten soll. Gehen wir mal auf Dunkelklaue gegen Epitaph. Und ich hole Schnäppke rein. Ich denke mal, Mew wird gerade keinen Druck abbekommen, weil Arceus draußen ist. Meine Idee ist jetzt, dass mein Gegner Ableithieb und vielleicht sogar Irrlicht oder sowas spielt. Spukball, verdammte Axt, okay. Und das essen wir ja auf zum Frühstück und zum Mittag. What the heck, das war ja gar nichts.
Was die Spezialverteidigung gefallen, das war ein bisschen ärgerlich. Zerraum hilft mir gerade nicht komplett aus, aber mal gucken, wie es sich noch weiterspielt. Leider zu wenig Schaden. Gefühlswippe kommt durch, Angriff steigt. Und Spezialangriff sinkt. Nein, ich hätte genau andersrum gebraucht, weil dann hätte Isis Odem ausgereicht. Ja, wir gehen hier auf Mew raus. Weil Isis Odem ist eine spezielle Attacke und eine Volltreffergarantie. Das hätte, wenn ich mit plus 2 Spezialangriff hätte, Epitaph rausgenommen. Können hier Terra-Typ Geister nehmen, schätze ich, und Isis Odem trotzdem spielen. Wobei, da kommt nochmal ein Spukball, ne? Dann wird es mich ausnocken. Ja, wir müssen Mew reinholen. Isis Odem wird keinen Schaden machen, nicht von Schnäppke. Da gehe ich lieber auf Eisspiel. Es wird keinen Schaden machen. Es wird einfach keinen Schaden machen. Ich weiß nicht, wie ich dieses Epitaph aufhalten soll jetzt. Ah, das ist ärgerlich. Hätte ich nicht diesen Spezialangriffsdrop bekommen. Der Schaden ist auch ganz knapp nicht ausreichend. Kraftabsorber ist absolut in Ordnung für mich. Hätte ich das gewusst, hätte ich Isis Odem eingesetzt. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie sich das Ganze ausspielt. Bitte erhöhe deinen Spezialangriffswert, Schnäppke. Bitte. Oder erhöhe deinen Spezialverteidigungswert. Das wäre auch in Ordnung für mich. Gefühlswippe kommt durch. Verteidigung. Oh, Spezialverteidigung fällt. Nein! Schnäppke! Wie machen wir das jetzt? Ich könnte auf Wandler gehen. Warte, wie viele Bizarro-Runden haben wir noch? Eine. Okay. Die Idee ist es dann, Wandler einzusetzen. Nächste Runde schneller zu sein und Epitaph rauszunehmen, richtig? Und in dieser Runde gehen wir aufs Schutzschild. Mal gucken, ob das sich so ausspielt, wie ich es gerne hätte. Wandler nimmt Epitaph an. Ich weiß, jetzt kommt eine Zornesfaust. Oh, Spukball sogar. Oh, gut gespielt. Das überleben wir aber. Perfekt. Spezialverteidigung sinkt wieder. Aber Siegeswille aktiviert sich dafür. Das ist gut für mich. Und Ableitteam kann nicht durchkommen. Perfekt. Sehr, sehr gut für uns. Gefühlschippe kommt durch. Spezialangriff steigt. Jawohl, Schnäppke. Das ist... Oh, jetzt sinkt deine Initiative. Willst du mich veräppeln? Schnäppke! Was hat das jetzt überhaupt alles? Minus 1 Initiative. Wow, das ist ja genau synchron, beziehungsweise perfekt. 1, 2, 1, 2, 1. Schnäppke macht alles für die Mathematik hier. Nice. Ja, wir sind auf jeden Fall schneller. Wir können Zornesfaust einsetzen. Wir müssen das Epitaph rausnehmen, weil das ist das, was uns Probleme bereiten wird. Warte, haben wir jetzt mehr Spezialangriff oder Angriff? Wir haben beides gleich viel, okay. Dann gehen wir auf den Isis Odem. Epitaph wird diese Runde rausfliegen. Außer er setzt Schutzschild ein. Er könnte durchaus Schutzschild einsetzen. Gutes Schutzschild von ihm. Das wird es jetzt ein bisschen schwieriger machen, aber ich musste es abcovern, weil Epitaph muss raus. Das hat mein Gegner gut gesehen. Ich muss Epitaph rausnehmen, weil sonst keins meiner Pokémon eine Chance hat, Epitaph rauszunehmen. Außer Arceus. Ein Gegner geht aber auf Rückenwind nur. Das ist, glaube ich, in Ordnung für mich. Isis Odem kommt durch. Sehr guter Schaden. Ist immer ein Volltreffer, also das ist nicht verwunderlich. Gefühlswippe erhöht weiter den Spezialangriffswert. Und senkt den Angriff. Okay, das ist genau das, was ich gebraucht habe vor ein paar Runden. Wir können hier Terra-Typ normal annehmen. Spukball als auch... der Terra-Typ von Mew und Ditto wird immer übernommen. Heißt also, wenn die ein Pokémon kopieren, dann nehmen die nicht auch den Terra-Typen vom gegnerischen Pokémon an, sondern auch das, was sie selbst haben. Heißt also, Terra-Typ normal könnte mir jetzt hier übelst carryen. Wir gehen hier auf Terra-Typ normal und wir gehen auf Eissplitter. Ich weiß nicht, ob Eissplitter ausreicht, ehrlich gesagt. Ich habe Angst, dass er dann Kraftabsorber einsetzt. Machen wir es so. Terra-Typ normal wird mich jetzt hier carryen. Das ist insane. Ich wollte eigentlich für diese Folge, weil Arceus in ein Thementeam einzubinden, ich bin mir sicher, das kriege ich nochmal hin. Da mache ich mir nicht die Sorgen. Aber wirklich jedes Pokémon hier hatte ein gutes Spotlight. Außer Arceus. Wobei Arceus eigentlich auch, aber... Arceus hatte nicht dieses Spotlight, was ich erwartet habe. Das will ich damit sagen.
So, Spukball werden wir wahrscheinlich nicht überleben, ne? Oh, doch. Wow, Schnäppke. Schnäppke, die Maschine. Epitaph nimmt Epitaph raus. Also, Mew Epitaph nimmt Epitaph raus. Und jetzt kommt Isis Odem durch. Oder auch nicht, weil es daneben geht. Scheiße, habe ich heute Pech. Verteidigung wird erhöht, okay. Initiative sinkt. Das heißt, ich muss jetzt Eissplitter einsetzen. Schade um Schnäppke. Es hätte auf jeden Fall hier Drift Zeppelin mit Isis Odem rausgenommen. Es hat plus 3 Spezialangriff. Das hätte fast schon gewonshottet. So, mein Gegner ist jetzt hundertprozentig schneller. Wir können hier eine Runde ausstollen. Was interessant wäre für Rückenwind. Und wir haben immer noch unser Sonnenkern. Aber es freut mich wirklich, dass jedes Pokémon Spotlight hatte und gezeigt hat, was es drauf haben kann. Nur Arceus, wie gesagt, hatte nicht diesen Effekt, den ich gerne gehabt hätte. Wir gehen mal hier auf Schutzschild. Wir gehen mal hier auf Eissplitter. Ja. Terrakristallisierung, das ist hundertprozentig Mewtwo. Mal gucken, was für ein Typen es annimmt. Wenn es Geist ist, habe ich ein Riesenproblem. Noch ein Geist-Pokémon kriege ich nicht aufgehalten. Hier ist es Fee. Das ist in Ordnung. Weil, wenn jetzt alles richtig läuft, muss er gleich Sonnenkern rausnehmen. Mal gucken. Eissplitter. Sehr gut, das reicht aus. Perfekt. Sehr, sehr gut für mich. Damit hat mein Gegner nur noch ein Mewtwo. Und eins meiner Pokémon fliegt nicht diese Runde raus. Aber das ist auch gut. Das ist auch gut. Wait, das ist auch gut. Wieso auch immer sein Mewtwo ein Heißorb hat. Interessanterweise. Verteidigung sinkt. Perfekt. Ich kann jetzt Isis Odem einsetzen. Ich gehe auf Zornesfaust. Und er muss sich entscheiden, wen er rausnehmen will. Ein mittlerweile bei plus 3 Spezialangriff Schnäppke, das garantiert ein Volltreffer landet. Oder ein Zornesfaust von einem plus 2 Epitaph Mew. Also, außer er hat eine Flächenattacke, aber das glaube ich eher weniger. Nein, ich habe Isis Odem gegen mein Pokémon eingesetzt. Oh, das war bad. Ich habe die ganze Zeit die Statuswerte angeguckt und der Cursor war unten. Scheiße, nein. Nein, das wollte ich nicht. Macht das so einen krassen Unterschied? Ich weiß es nicht, aber... Angriff steigt stark. Okay. Aber wir kriegen noch eine zweite Show. Es war alles für die Show, Chat. Das war alles für die Show. Weil jetzt kann nochmal Sonnenkern rauskommen und ich wusste, dass ihr alle nochmal Sonnenkern sehen wollt. Für die Notsituation. Und wir können nochmal Isis Odem einsetzen. Dieses Mal auch gegen Mewtwo. Das war keine Absicht. Er muss Sonnenkern rausnehmen. Das ist einfach wahnsinnig, das zu sagen, weil Sonnenkern hätte sonst Notsituation eingesetzt. Er wäre auf 1 KP runter und die Verbrennung hätte ihn rausgenommen. Jetzt darf ich Isis Odem spielen, auch dieses Mal gegen das richtige Pokémon. Und der Schaden ist ordentlich. Wie gesagt, Volltreffer garantiert. Und damit habe ich gewonnen. Außer Isis Odem geht daneben. Selbst wenn Turbo Tempo aus welchen utopischen Gründen auch immer nicht ausreicht, wird Isis Odem den Kampf sogar gewinnen können. Alternativ kann ich sogar sicher spielen und Eissplitter einsetzen. Also Schnäppke hat hier richtig Arbeit geleistet. Sonnenkern, Schnäppke waren, wenn ihr mich fragt, sogar so ein bisschen die MVPs hier. Also natürlich waren es nicht die krassesten Gegner, aber wenn ich in Rangkämpfen sind, aber nichtsdestotrotz, man muss das erstmal schaffen, mit Sonnenkern was zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Eissplitter ausreicht. Wisst ihr was? Wir gehen mal auf Dunkelklaue. Ich will gucken, ob Eissplitter ausreicht bei plus 4 Angriff. Ich glaube fast ja. Na, nicht ganz, okay. Aber mein Gegner kann nicht mehr gewinnen. Ah, schade. Wäre sehr, sehr cool gewesen, hätte Schnäppke noch Mewtwo rausgenommen. Aber was das getankt hat auch, ne? Spukball von Drift Zeppeli mit minus 2 Spezialverteidigung zu tanken, ist auch nicht gerade ohne. War eine überraschende Folge, auf jeden Fall. Um das nochmal zu sagen, ich weiß, ich habe es 3-4 Mal in der Folge gesagt. Ich hätte gedacht, dass heute Arceus kommt und Turbo Tempo spammt. Und das haben wir heute gar nicht gesehen. Es hat zwar Turbo Tempo 1, 2 Mal, 3 Mal vielleicht sogar eingesetzt.
Aber die Stars der Show waren auf jeden Fall alle anderen Pokémon bis auf Arceus und das ist ja auch schön zu sehen. Das war's für die heutige Folge. Die Lösung, also das Thema für die heutige Folge, ist relativ simpel. Denn die Gemeinsamkeit der 6 Pokémon sind die einzelnen Statuswerte. Alle 6 Pokémon haben in all ihren 6 Basiswerten einen gleichen Wert. Von Sonnkern mit 30 in jedem Wert bis hin zu Arceus mit 120 in jedem Wert. Probiert das Team gerne selbst aus und zeigt die wahre Stärke von Sonnkern. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste und einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.